Herzlich willkommen zurück, Freunde, hier bei Rise of the Tomb Raider und wir machen mal weiter mit unserer Suche nach dem Atlas und ich glaube, das ist dieses kleine blinkende Etwas da unten, oder? Da so, diese Richtung. Das sagt uns doch einfach, genau da sollst du hin. Oh, hier ist noch was. Die unsterbliche Armee des Propheten. Mit dem griechischen Feuer waren sie unaufhaltbar. Griechisches Feuer, die altertümliche Version des Napalms. Naja, was damals gut war, ist heute immer noch gut. Oh, dieser Geruch. Oh nein, lebendig verbrannt. Oh shit, was ist denn hier passiert? Alter, alles Trinity, die Soldaten hier. Alter! Er ist mit Lanzen und Pfeilen aufgespießt und erschossen worden. Alter! Oh Gott! Tu es! Oh, schnell! Mach das! Aufrat! Oh, ich kann nicht! Warum kann ich nicht? Ich will! Oh, Doktor! Erlösen wir ihn mal. Der arme Teufel. Ja, also erschossen und aufgespießt worden. Aber wie hoch auch, ne? Jetzt guckt euch das mal an. Alter Finde. Wer könnte das getan haben? Ja, das frage ich mich allerdings auch. Und nachdem du dann schon tot warst, sind sie nochmal zur Sicherheit hergegangen und haben hier alles in die Luft gejagt. Doppelt hält besser, hä? Huh? Alter, hier. Nein, nicht nur ein Fall, sondern vielleicht direkt mal. Vier, fünf. Viele Gefäße. Da ist immer noch griechisches Feuer drin. Welche Gefäße? Ob das wohl noch entzündet werden kann. Ah. Okay, was war das? Holen Sie den Atlas aus dem Archiv, bevor Trinity ist. Gut, machen wir. Ist das hier die Lobby? Einige glauben, der Prophet sei Gottes wiederauferstandener Sohn. Aber er weiß dies von sich. Einige preisen seine Taten als Wunder, aber er entkräftet solche Behauptungen. In seiner Bescheidenheit sehen seine Anhänger die Wahrheit seiner Botschaft. Veränderungen kündigen sich an. Ich habe mein bisheriges Leben hinter mir gelassen und mich ganz dem Propheten verschrieben. Ich verbreite seine Kunde und bringe andere dazu, sich dem anzuschließen. Aber dies hat die Oberen verstimmt und die volle Aufmerksamkeit der Kirche des Westens geweckt. Okay. Der kopflose Prophet, oder wie? Einsammeln können wir hier jetzt nicht, da sind wir schon voll. So, was haben wir hier? Griechisch Feuer, griechisch Feuer. Irgendwas sagt mir, dass ich das besser nicht kaputt mache. Kann ich nicht. Kann ich bestimmt, ne? Na klar kann ich. Was gibt's hier noch so? Dinge, guck mal. Die Kirche des Westens hat ihre Gesandten geschickt. Selbsternannte Soldaten Gottes, die Ritter des Trinity-Ordens. Sie wollen den Propheten zum Schweigen bringen, seine Blasphemie beenden und unsere Bewegung ausmerzen. Aber es ist zu spät. Wir lassen uns nicht zum Schweigen bringen. Jeden Tag kommt es im Forum zu Gewaltausbrüchen. Der Prophet weiß, dass wir ihnen nicht gewachsen sind. Daher müssen wir Konstantinopel verlassen. Wir werden in die Wüste gehen, um neu zu beginnen und das Werk des Propheten fortzusetzen. Ja. In die Wüste. Ob das so gut ist, ich weiß nicht. Und ich muss jetzt hier runter, oder wie?
Aber. Ja. Oh, definitiv. Es blinkt, es glitzert, ich will es haben. Hier ist es. Oh oh. Oh, Leute. Wo kommen die denn jetzt her? Trinity, sie sind hier. Noch mehr Unheil. Tür ist offen. Nein, bei mir, vor mir. Hier, schön, einer mit dem anderen. Aua. Du bist ja ein Fuchs, hör mal. Haben wir sie alle. Sieht so aus, ne? So. Ist hier Tempelwache oder was? Warum schleicht es denn noch so? Ach. Natürlich. Die anderen Teams haben mehr Kontakte gemeldet. Wir sind auf uns gestellt, bis sie durchbrechen. Keine Zeit! Croft hat das Paket! Alle tot? Oh, warte mal, hier ist einer. Ah! Auch nicht schlecht. Oh, noch mehr Unheile. Das waren sie wohl hier.
Und was ich unbedingt gerne noch skillen will, ist für den Fall, und ich glaube, es kommt doch noch dazu, ist unbedingt hier diese Geschichte mit den diesem Kanister und diesem Funkgerät. So, hier geht's mal weiter. Zünd's doch an. Ich zieh weg. Muss noch hier sein. Ausgänge sicher. Wir müssen die Paket zurückholen. Hier, hab ich gefunden. Scheiße. Holy. So. Gleiche Teile, griechisches Feuer. Ach du Scheiße, ey. Das war's. Her mit dem Atem. Okay. Hier, Hilfe, Hilfe! Ach, guck mal. Atemgerät, das ist natürlich clever. Hier mit dem Atemgerät kann Lara unendlich lang unter Wasser bleiben, ohne Schaden zu nehmen. Das freut mich doch. Ach, die guten Dokumente hier aus der Bibliothek wahrscheinlich. Ah, und da. Machen wir noch ein bisschen Sightseeing hier. Da geht's raus. Ja. Okay, das dürfte mein Ausgang sein. Die Statue ist instabil. Wie es aussieht, muss ich griechisches Feuer benutzen. Ja, die kippt doch schon. Nur noch die restlichen Stützen beseitigen. Ja. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Oh, warte, du hast doch bestimmt Dinge dabei. Noch irgendwas? Nein? Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ja. Ich muss sie nur finden. Ja. Was ist denn da los? Scheiße. Der hat auch schon bessere Tage gesehen hier. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Das sagt es ja schon. Muss sie nur finden. Gucken wir uns doch dann mal hier den Laden an. What have we here? Ist das hier der... Ah ja, genau. Der... Ich entnehme mir
Einmal griechisches Feuerautomat. Du wärst da dran, ne? Die Musik verrät mir, dass ich irgendwas richtig gemacht habe. Ach jo, jetzt hier, komm, ist klar. Durchschneiden, zack, das Wasser damit. Tschüss. Das machen wir jetzt normal und ist alles so gut. Nur noch ein Pfeiler übrig. Nur noch ein Pfeiler übrig, richtig. Ja, jetzt machen wir das Ganze nochmal. Was ist da passiert? Wer hat denn hier mit dem Feuer gespielt? Das war gerade aber noch nicht. Sehr merkwürdig. Mehr Gefäße mit griechischem Feuer. Ja, mehr Gefäße. Es sind so viele. Hier sind noch wirklich viele. Auch bestimmt auch nicht so. Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Hier brauchen wir erstmal. Sie waren wohl stets für den Krieg gerüstet. Sie müssen hier gelagert worden sein. Aber diese Behälter sind beschädigt. Münzen. Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Ja. Ich hab da oben was vergessen. Und warum brennt es hier? Nein, gut, wir werden es nicht da oben lassen. Also gut. Nein, wir brauchen das hier. Griechisches Feuer. Kaum benutzt über die Jahre. So. Zack. Gib ihm einen Schritt. Und dann treibst du da drauf zu? Gehst du kaputt oder nicht? Weil dann kann ich das nämlich da rüberziehen. Es geht kaputt. Nein. Das wäre auch zu einfach gewesen. Ja, gucken wir uns mal weiter um. Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Ja. Alles so anstrengend. Was zum. Ein Basislager! Na, ihr wisst, was das heißt. Ich würde sagen, wir machen
morgen an derselben Stelle weiter. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.